Ja, eine Frage noch, weil mein Bruder sagte zu mir noch, hat mir ein Telefongespräch, er sagte, Grafts werden auch aus dem Hintern, manchmal aus dem Arsch genommen. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Es geht in die Türkei. Es gibt neue Haare von den Ehrenmännern von Elitär. Es wird geil gesnackt. Wir werden alles mögliche erleben. Wir treffen Sascha, den Ehrenmann, gleich. Es geht jetzt los. Ab geht's, Abfahrt zum Airport. Also wir sind beim Flughafen angekommen. Sascha, der Ehrenmann, ist auch am Start. Ja Mann, und jetzt geht's ab ins Flugzeug um 14 Uhr. Also in einer Stunde geht der Flug. Wir haben sogar Plätzeauswahl gefühlt, also wir können uns auch lang machen. Vielleicht fassen wir uns auch noch ein bisschen intim an, Sascha, auf dem Flug. So, auf Ehre, Sicherheitscheck überstanden. Wurde natürlich wieder Ganzkörper gefilmt. Hat schon ein bisschen erregt. Warum hast du so einen dicken Schirm auf? Wenig drauf. Ja, muss sein. Safety first, Leute, safety first. Also wir sind im Flugzeug am Start. Mein fünfter Flug im Leben übrigens. Ich habe schon ein bisschen Arschwasser. So, wir werden nochmal eben die Toiletten abchecken. Ja, wir haben ja auch schöne Flugbegleiterin. Sehr hübsch. Also wohlbehalten angekommen, wir sind hier beim Ehrenmann. Wir wurden direkt abgeholt, genau, er hat hier auf uns gewartet. Also alles perfekt gelaufen, wir fahren gleich mit dem Auto erstmal in die Klinik, dann wird Blut abgenommen. So, das ist der Ablaufplan. Ihr werdet gleich noch weiter erfahren, wie es weitergeht, aber erstmal geht es in die Klinik. Blut abnehmen, heute abends 3, morgen ist dann meine OP. Also wir sind im Auto am Start, wir sind auf dem Weg in die Klinik. Schöne Karre. 1-2 Stunden Fahrt, je nachdem wie Verkehr ist, kann kritisch werden wegen Ramadan. Ich fühle es schon, ich fühle jetzt schon die Türkei. So, also wir sind in der Klinik angekommen, jetzt wird Blut abgenommen, ich übergebe mal kurz an Sascha. Meine Taktik, Leute, wenn eine Spritze ist, ich gucke gar nicht hin, ich scheiß drauf. Sonst scheiße ich mir noch ein. Aber ich bin auch, muss ich sagen, desensibilisiert durch meine Mutter, die war Krankenschwester. Ich sag's, ich wäre auch ein guter Junkie zum Beispiel, weil ich habe kein Problem mit Spritzen. Meine Mutter, ich habe auch mit Spritzen zu Hause gespielt, weil meine Mutter die von der Arbeit mitgebracht hat. Also ich bin da ganz früh rein, ich habe mir schon selber als Kind auch mal so eine Spritze einfach mal so in die Haut reingesteckt. It's good blood. Yes, perfect. Yes. Best blood you ever see. It's the blood from the Meister aller Klassen. I never get a needle so softly like this. Thank so you. Good. Thank you. No problem. So, Hotelzimmer angekommen. Ich habe übelst Hunger. Wir müssen gleich fressen. Weil ich muss sagen, ich war einfach zu dämlich. Ich habe seit 12 Uhr nichts gegessen, weil meine Planung einfach für den Arsch war. Aber erstmal mein Hotelzimmer, Leute, damit ihr das sehen könnt. So, Badezimmer. Also ich finde es echt nice. Mir gefällt es. Sogar kochen könnte ich selber hier. Livestream-like. Hier mein kleines Schlafzimmer. Hier mein kleiner Balkon. Auch sehr charmant, wie ich finde. Hier ist ein Shopping-Mall direkt. Ja. Und das ist das Krankenhaus, wo ich meine Haare neu bekomme. Mich würde auch im Übrigen brennend interessieren, was ihr zu dem Thema sagt, Haartransplantation oder generell so kosmetische Behandlung. Eure Meinung in den Kommentaren ist gefragt. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Generell auch zum Video, dass ich das mache, dass ich das durchziehe. So, ob ihr es gut findet, schlecht findet, neutral, keine Ahnung, haut's rein. Jetzt mal Real Talk zu meinen Emotions so. Ich mache mir gar keine Gedanken über sowas. Ich denke da gar nicht drüber nach, aber eben habe ich schon viele gesehen mit Verband im Kopf und so. Hier gehen ja viele rein von Elitär, die sich die Haare machen lassen in diesem Hotel. Und da wurde mir schon ein bisschen mulmig. Also habe ich ein bisschen Arschwasser schon bekommen. Ja. Also ganz spontan, ich schwöre euch, nicht geplant bin ich hier am Tisch mit ein paar Ehrenmännern. Der Herr da hinten hat sich den Bart machen lassen, Haare machen lassen. Das war vorher durch. Oh, krass. Heftig. Also komplett anderer Mensch, muss ich sagen. Kennst du den Jungen von der Milka, von der Kinderschokolade? Ja. Das war ich vorher. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, und das ist hier so ein bisschen mein Ansprechpartner Ken, der ja, hat auch die Transportation vor sich. Genau. Kommt noch. Transformation. Ja, genau. Und die Dame lässt sich auch die Haare noch machen. Richtig. So, angekommen auf dem Zimmer. Ich muss ins Bett, ich bin echt tot. Ich muss morgen früh aufstehen. Ich muss um
halb acht aufstehen, dann wird gefrühstückt, dann geht's in die Klinik, 8:55 werde ich abgeholt, das muss ich jetzt Kraft tanken. Ja, ein bisschen Muffensausen habe ich, aber naja, aber wirklich nur ein bisschen. So, und dann bin ich gespannt, was morgen auf mich zukommt. So, kaum gepennt, wirklich voll im Arsch, jetzt wird gefrühstückt und dann geht's in die Klinik und dann wird schon demnächst operiert. Thank you. So, wir sind im Krankenhaus angekommen. Gleich geht's zum Vorgespräch. Dann werde ich noch einiges erfahren und ich hoffe, so in ein, zwei Stunden wird's losgehen. Muffensausen, sage ich nur. So, ich bin jetzt im Raum fürs Vorgespräch. Der nette Herr Doktor ist auch schon da. Ich drehe einmal die Kamera, dass ihr den schon mal seht einmal. Hello, you are Holland 21614, yes? Die Operation gleich startet, mein Lieber. Hatten Sie bisher schon mal eine Haartransplantation gehabt? Nein. Was hält man leiden so unter Haarausfall? 6 Jahre ungefähr. Hier bitte eine Unterschrift. Okay, eine Frage habe ich noch. Grafts werden auch aus dem Hintern, manchmal aus dem Arsch entnommen. Nein. Okay, weil das hatte ich noch lustig vorgestellt, wenn man den Arschhaar auf dem Kopf hat. Ich muss jetzt sagen, ich bin hier rangegangen an die ganze Sache. Ich habe mir so gedacht, ich wusste voll wenig, ich habe mich sehr wenig informiert, weil ich mir einfach gedacht habe, ich gehe da hin und sage, macht mir das Beste, was geht. Hätte man vielleicht auch schlauer machen können, das ist so mein Stil, irgendwie da ranzugehen. Sie hat mir jetzt gerade gesagt, geht jetzt gleich zum Arzt und die gucken, wie viele Grafts sie mir entnehmen können. Das heißt, Haare vom Hinterkopf, die mir dann oben auf dem Kopf eingepflanzt werden. Dann wird geguckt, wie viele, das davon hängt auch an, wie lange die Operation dauert und es wird eine Haarlinie gesetzt. Da kriegt er mit einem Edding so einen Strich längs und es wird geguckt, wo die Haare dann anfangen gesetzt zu werden. Also damit geht es gleich los. Wie war Ihre Anreise im Hotel Transfer? Der hat alles gepasst. Alles wunderbar gepasst. Ja. War alles super, ja. Bitte einmal zum Fernsehen drehen, richtig? Ja. Also wird jetzt der Haaransatz gesetzt, das wird über den Muskeln gemacht, weil die Haare da nicht anwachsen und es wird natürlich gesetzt. Also man könnte es ein Stück weiter vorne machen, das wäre aber bei mir unnatürlich, weil ich halt jetzt keine 19 mehr bin. Deshalb wird es ein Stück nach hinten gesetzt, damit es meinem Alter entsprechend ist. Das habe ich vorher nicht gecheckt, wie wenig Haare ich wirklich habe. Nur noch in der Mitte, ja, ist der Ausgangspunkt und außenrum ist fast gar nichts mehr. Das sieht man gar nicht, weil ich auch relativ groß bin, weil man mich immer von vorne sieht, aber es ist echt krass. Okay, insgesamt machen wir 4.500 rechts. Nice pullover. Es schmerzt wirklich ein bisschen, ihr wisst ja, ich mag auch diese Frisur, aber es war so eine harte Arbeit, meine letzte Frisur hinzukriegen und es hat lange gedauert, bis die Haare so lang waren, also es schmerzt schon ein bisschen. Aber naja, der alte Rolle ist wieder da, weiter die Brille noch. Also jetzt geht's los zur Operation, wir sehen uns jetzt nach der Operation wieder. Ich wünsche mir Glück, ich hoffe es geht alles gut. Mir wurden jetzt meine Grafts hinten entnommen. Okay. Also ich habe natürlich eine Betäubung bekommen, also ich merke nichts. Ich merke absolut nichts an meinem Hinterkopf. Ich habe auch von diesen Transplantationen von den Grafts habe ich nichts mitbekommen. Die werden jetzt gleich oben eingepflanzt, das geht gleich weiter. Und ja, ich werde jetzt erstmal was essen. Ich bin sehr schwach so, also ich fühle mich sehr benommen auch durch. Ich habe auch so eine Tablette bekommen halt, dass ich beruhigt bin, habe gepennt auch die meiste Zeit. Und jetzt geht's ans Essen, bisschen Kraft tanken und dann geht's weiter. Das sind übrigens meine Grafts, die entnommen wurden. Totally 4.700. Damit ihr seht, wie ich aussehe hier bei der OP. Also wie ihr seht, das ist der Vorgang, wo mir die Grafts, also wirklich die Haarwurzel in den Kopf rein injiziert werden. Also ich weiß nicht, wie es fachlich genau ausgedrückt wird. Ja, und der Kopf ist halt betäubt, also man merkt nichts davon. Diese Einstiche, die merkt man halt gar nicht. Also das ist jetzt meine PRP-Behandlung, das ist eine Zusatzbehandlung. Das heißt, es ist jetzt, so wie ihr es mitbekommen habt, das Blut wurde getrennt. Und das sind jetzt die weißen Blutkörperchen. So, und das wird injiziert, das steigert die Heilung vom Kopf. Das wird eigentlich nur Hochleistungssportlern, ja,
verabreicht, wenn zum Beispiel Knorpelschäden da sind, das bekomme ich jetzt, damit die Heilung angeregt wird. Ja, und das kriege ich jetzt in den Kopf rein. Ja, ich muss sagen, wirklich, haben die super gemacht, super gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, bisher gar nicht, aber es war schon eine ganze Weile, aber super zufrieden erstmal, dass ihr auch beruhigt seid, alles top gelaufen und ich nehme euch jetzt auch mit auf die nächsten Tage, wie das so aussieht, wie es weitergeht und ja, jetzt geht es gleich, glaube ich, erstmal ins Hotel, ich muss ordentlich was fressen, ich habe Hunger und vielleicht auch noch in die Shopping Mall, mal gucken, was noch auf hat oder noch ein bisschen in die City, mal schauen. Morgen geht's 5.30 Uhr los, ja, ich muss sagen, unabhängig jetzt von der OP, geile Zeit gehabt. Schönen Städtetrip noch gemacht, was von Istanbul gesehen, geil gefressen, Sightseeing und so. Sascha ist da dabei gewesen. Ja, haben uns schöne Tage gemacht. Und dann nehme ich euch noch mit, so 10 Tage nach der OP, die Phase. Wie es abläuft, wie das Ganze aussieht, wie ich mich fühle. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht noch beim Flughafen oder direkt in Deutschland. Also Leute, back in Deutschland, 10 Tage nach der OP, meine Haare bzw. mein Kopf, Heilung etc., Stunde der Wahrheit, wie sieht es aus? Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Top verheilt, top Haarwuchs und was könnte man besseres erwarten? Also ich bin begeistert. Also jetzt Real Talk. 10 Tage nach der OP. Haare sehen super aus, alles perfekt, Heilung optimal gelaufen. Das dazu. Ihr müsst ja bedenken, es ist ein Werbevideo. Das möchte ich auch nicht verleugnen, es ist einfach so. Ich könnte euch jetzt irgendwie gefühlt die Liste runterrattern, die ihr seht, wenn ihr auf die Seite geht. 99% Zufriedenheit, Marktführer, 30 Jahre Garantie und so weiter und so fort. Das ist auch alles so und das ist geil. So, das ist aber nicht, finde ich, das, was ihr jetzt hören solltet, sondern ihr sollt das hören, wie es wirklich von mir war. Und das ist das, wie ich es wirklich fühle und das, was ich an euch mit Herz weitergebe. Jeder, der Probleme hat mit den Haaren, weil das ist ein Thema, das ist nicht mehr oldschool, sondern das ist präsent heutzutage und das ist, diese OP ist keine große Nummer. Und ich kann euch sagen, wie es bei Elitär war. Ich hatte 24 Stunden Ansprechpartner, das war so, ich habe vorm Flug, Sonntag, 12 Uhr habe ich da angerufen, weil ich nicht wusste, dieses Einreiseformular, wie mache ich die Scheiße, habe ich da angerufen, habe direkt 10 Minuten später eine Antwort bekommen. Du hast von A bis Z alles vorgekaut bekommen, wie es nach OP läuft, wie mache ich das, wie pflege ich die Haare etc. Du wurdest nicht im Dunkeln stehen gelassen und da waren auch Leute, die waren nicht zu meinem Kamerateam. Das heißt nicht, dass ich Sonderbehandlung gekriegt habe, sondern du wurdest perfekt an die Hand genommen. Es blieben keine Fragen offen. Die OP, alles perfekt gelaufen. Ich kann euch sagen, keine Schmerzen. Injektionen und so weiter, okay. Am Anfang, die Betäubung, das tut ein bisschen weh, das ist so, aber muss jeder selber wissen. Da war einer, der hat Tattoos sich machen lassen, hat gesagt, im Gegensatz zu Tattoos stechen, das ist ein Witz. So, und ich fand das alles andere als irgendwie jetzt unerträglich, sondern es war völlig human. Also im Großen und Ganzen für mich ist das keine große Nummer. Das will ich damit sagen. Haare machen ist keine große Nummer. Am nächsten Tag, ich blende hier gleich am Ende ein YouTube-Video ein, habe ich ein dickes Video gedreht, Essensvideo, am nächsten Tag. So, am gleichen Tag abends noch spazieren gegangen. Also wer die Möglichkeit hat, das machen zu lassen, informiert euch. Ich blende hier in der Beschreibung, blende ich den Link ein. Für den direkten Support auch sehr gerne über diesen Link machen. Da würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Link in der Beschreibung. Haarkalkulator. Könnt ihr ausrechnen, was das kostet bei euch. Könnt ihr euch kostenlos eure Informationen einholen über das Ganze. Und nochmal, dass ihr auch hört, dass ich euch nicht nur jetzt alle guten Sachen sage. Was mich daran gestört hat, und das muss ich auch einfach sagen, was heißt gestört, was jetzt nicht sonderlich angenehm war, für mich mein Schlaf die ersten Tage, weil du musstest mit Nackenkissen pennen und ich penne ohne Kissen normalerweise. Das war so ungewohnt für mich und ich habe die ersten 5 Tage nicht perfekt geschlafen, das muss ich euch sagen. Und die Haare jucken. Wenn das heilt, das ist ganz normal, das juckt. So, und das war das, was, wo ich jetzt sage, für die, die es machen sollen, das müsst ihr vorher wissen. So, und sonst war für mich alles perfekt. Und für mich jetzt am Ende vom Video, eigentlich diese Aufnahme jetzt random reingestreut, weil sie nicht geplant war, weil das Video zu Ende war, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich nach 12 Tagen, wohlgemerkt, 12 Tagen, so ein Ergebnis habe. Ich sag's jetzt extra, weil ich sonst befürchte, dass manche denken, das ist fake. Bei TikTok habe ich das gleiche Video hochgeladen mit den gleichen Haaren. Da sieht man das Datum, wann ich es hochgeladen habe. Und da könnt ihr es auch nochmal sehen. Es ist tatsächlich gerade nach 12 Tagen. Und ich finde das Ergebnis, ich habe so gesagt bei dem Video, dass ich da hochgeladen habe. Bei Insta habe ich es auch hochgeladen. Also da werden es viele schon gesehen haben. Ich habe echt fast geweint, als ich das gesehen habe. Und ich sage an der Stelle auch wirklich einfach nochmal von Herzen Dank an Elitär, dass ihr mir das möglich gemacht habt. Ich finde, das letzte Mal, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so eine Haare gehabt habe. Und wenn ich ins Spiegel gucke, das macht mich einfach glücklich. Also es macht mich wirklich einfach glücklich. Und deshalb muss ich Dankeschön sagen an der Stelle. Beende auch in dem Sinne das Video. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen oben da, auch einen Kommentar nochmal zum ganzen Thema, was ihr dazu sagt, wie ihr zu dem Thema steht, ob ihr es vielleicht selber machen wollt, ob ihr noch Informationen haben wollt, irgendwas, alles, was euch auf dem Herzen liegt, haut es nochmal in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, und ich blende auch noch mal hier jetzt am Schluss die Aufnahmen, die vor der OP noch waren. Das ist so für die, die mich vorher nicht kannten, dass ihr einen Einblick habt, wie das vorher aussah auf meinem Kopf. Ja, das blende ich auch noch eben ein und dann sage ich bis zum nächsten Mal.